So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Sven ist Sven. Hi, mein Name ist Sven. Mein Name ist Jule. Sie ist meine Tochter. Er ist mein Vater und zusammen bauen wir mein Van zum Camper um. Yes. Wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, geht es heute ums Thema Elektrik. Ja, ich bin gespannt, was ich heute alles dazu lernen werde. Ich habe riesen Respekt davor und bin froh, dass du hier bist. Das kriegen wir schon gemeinsam hin. Los geht's! So, Jule zieht hier ein bisschen Kabel von der Starterbatterie nach hinten. Im Wellrohr ist es auch schon drin. Ja, sehr gut. So, wir sind hier schon fleißig am Verkabeln. Hier haben wir als Zentralelektrik ein 200er UFO von Tiger Expert. Genau, hier gibt es einen 2000 Watt Wechselrichter, 45 Ampere Ladebooster, 30 Ampere Solarladeregler, 2x 100 Ampere Stunden Lithium-Batterien, ein Landstromladegerät, Hauptschalter und. Und da ja, werkeln wir jetzt bei der Kälte draußen rum, aber Standheizung funktioniert schon. Und wenn das Video dazu sehen wollt, müsst ihr da hier oben mal klicken. Straßenausbau ist immer schwierig, weil es ist dunkel und eiskalt. Und wir müssen jetzt an die Starterbatterie ran. Deswegen haben wir uns jetzt hier mal die Lampe gemacht. Und jetzt werden wir hier den Ladebooster anklemmen. So, also ich habe lange mit Jule gesessen. Budgetgespräche haben wir geführt und überhaupt, was sie braucht und so, wie sie unterwegs sein möchte. Und wir sind der Meinung, das ist das coolste Setup überhaupt für den schmalen Beutel. Ja, definitiv. Es war nicht zu teuer, glaube ich. Es ist okay. Man weiß natürlich, es gehört zu einem groß oder teureren Ausgaben, wenn man einen Camper ausbauen möchte. Aber dafür bin ich super zufrieden. Ist alles im Rahmen geblieben. Ja, wir haben jetzt 2x 100 Ampere schon Lithium-Batterien. Nicht die teuersten, aber auf gar keinen Fall auch die billigsten. Die sollen halt ordentlich funktionieren. Das tun sie, glaube ich. Dann Solar kommt aufs Dach. Deswegen genau. Haben wir einen Solarregler. Später kannst du vielleicht noch einen zweiten Solarregler nachrüsten, wenn du eine Tasche haben möchtest, ein bisschen flexibler sein möchtest. Jule wollte auch per Induktion kochen. Sie hat quasi so das gleiche Setup vom Wechselrichter her wie ich. Also auch einen 2000 Watt Inverter und eine Induktionsplatte. Ein 45er Ladebooster. Einen isolierten haben wir genommen, weil den isolierten kann man mit einer Fernbedienung aus- und anschalten. Das finde ich ganz praktisch. Als Verteilung haben wir das 200er UFO genommen. Für diese Größe an Setup ist es genau das Richtige. Es ist jetzt alles voll, es ist nichts mehr frei, aber mehr brauchen wir auch gar nicht. Nee, und das ist immer noch überschaubar. Also auch ich, die eigentlich wenig Ahnung davon hat, ich kann mir ungefähr merken, was für was ist. Und, Da es wahrscheinlich viele Verbraucher geben wird, an jeder Ecke wird es höchstwahrscheinlich eine USB-Lampe geben, eine USB-Steckdose geben und viele LED-Streifen und indirekte Beleuchtung und Schnulli hier, Schnulli da, denke ich mal. Haben wir. Was? Eventuell. Habe ich mal 2x 12 Volt Sicherungsverteiler installiert. Einmal ist es ein konventioneller, wie fast jeder hat, mit Schraubanschlüssen. Und einmal ist es der Fusi von Pakeaway, der hat Vago-Leisten. Das ist selbst für Jule recht praktisch, einfach hier mal einen Verbraucher anzuschließen, weil du musst da nur die Ratschen aufmachen, Kabel rein, Klappe zu, fertig und dann geht das. Das ist dann einfach, wenn sie ihr Setup erweitern möchte. Landstrom. Der Wechselrichter hat keinen Landstromeingang, keine Netzvorrangschaltung. Wir laden, also Jule lädt die Batterie immer über ein Landstromladegerät und die 230 Volt wird immer aus den Batterien generiert, niemals vom Landstrom. Deswegen ist als Backup sozusagen ein Landstromladegerät verbaut, wo das Schuko-Kabel, wo der Schuko-Stecker einfach nur rumliegt. Wenn sie mal am Landstrom stehen muss, wovon ich jetzt nicht ausgehe, weil dein Solar wird groß genug sein, wenn du im Sommer unterwegs bist oder der Booster lädt ja auch während der Fahrt, dann kann sie einfach eine Kabeltrommel, Verlängerung, Schnur, whatever, da hinten reinlegen und das Landstromladegerät ja, anklemmen. Das finde ich auch immer ganz gut. Es muss nicht immer eine Netzvorrangschaltung sein, weil das gibt auch mit der 230 Volt Verteilung dann immer so die Problematik mit der Erdung. Da habe ich hier mal so ein Video drüber gemacht, wie man so einen Wechselrichter auch richtig absichern kann, wenn es eine Netzvorrangschaltung gibt, beziehungsweise damit ein FI-Schutzschalter richtig funktioniert. Weil sag nochmal, hauptsächlich lade ich die Batterien über übers Fahren und über Solar.
Genau, weil gerade hattest du Landstrom erwähnt. Genau, also gesagt. Genau, wenn sie aber mal, nur Landstrom, wenn sie genau, eben mal. Genau, richtig. Bleiben. Genau, geladen wird es über diesen Booster hier. Ach so, sagte ich ja schon. 45 Ampere Ladebooster isoliert von Vatronic. Ja, ansonsten haben wir ja die, wie gesagt, die Standheizung installiert. Hier nochmal das Video, falls die Infokarten nicht schon ausgeschöpft sind. Und ansonsten ist ganz geil. Ja. Ganz witzig, ich weiß nicht, ob wir das aufgenommen hatten, während unseres Arbeiten hier ist die Powerstation leer gegangen, womit wir die Heißluftpistole haben laufen lassen. Und wir waren aber im Set aber schon weit fertig, dass wir hier einfach die Beleuchtung von der Haube schnell in unser Setup reinsetzen konnten und so haben wir jetzt wieder Licht. Ja, war ich erst so, was machst du mit dem Kabel? Strom! Aber genau, jetzt haben wir ja hier unser guten genau Strom. Was wir noch haben, ist ein Hauptschalter. Also nicht ein Hauptschalter, ich nenne es immer einen Notausschalter. Wenn hier irgendwas passieren sollte, kann man den betätigen, dann werden die Batterie vom System getrennt. Es ist nicht ein reiner Ausschalter, weil wenn du den Schalter ausschaltest, trennst du die Batterien vom System. Wenn die Sonne aber scheint, dann speist der Solarladeregler immer noch Spannung in das System und es funktioniert alles, solange die Sonne scheint. Daher, wenn man das Ding hier wirklich tot machen möchte, weil man ihn einlagert oder nicht, muss man den Solarregler vorher ausschalten oder die Solarzellen abklemmen und dann kannst du den Hauptschalter wirklich als Hauptschalter nutzen. Jo, so schaut er aus. So, dann machen wir mal ein paar Tests hier. Ich habe hier eine Batterie mit Bluetooth verbunden. Hier seht ihr, die Standheizung läuft hier, 1 Ampere. Und jetzt machen wir mal die Heißluftpistole an. Auf Stufe 1 hat sie ungefähr 1000 Watt. Schmeiß mal an. Ah, guck mal, Wechselrichter muss man auch noch anmachen. Das wäre ganz cool. So, zack. Jetzt kannst du nochmal anmachen. An. Klack. So, der läuft und wir haben hier geschmeidige 30 Ampere. Das heißt, in Summe sind es 60 Ampere. Funktioniert also auch. Du kannst dein Glätteisen, dein Föhn, deine Induktionskochplatte, kannst du jetzt alles über den Wechselrichter nutzen. Wenn ihr einen Film gucken wollt zu Induktionsplatten, weil die auch unterschiedlich sind, könnt ihr hier oben mal klicken. Ich habe mal mehrere Induktionsplatten getestet, weil mancher pulst, mancher startet auf Maximalleistung, mancher halt nicht. Dann könnt ihr euch das hier vielleicht angucken. Genau. So, Zündung ist an. Okay, starte mal. So, Motor läuft. Zack. Booster geht an. Und wir sind online und er lädt mit 45 Ampere, eingangsseitig mit 52. Sehr geil. Das läuft! Boah, ich bin durch. Ich auch. Jule ist kalt. Auf alle Fälle hat Jule jetzt ein richtig geiles Stromsetup. Und jetzt alles, was sie jetzt einbaut elektrisch, funktioniert. Ich wünsche dir viel Spaß und ihr verfolgt uns mal weiter, wenn es hier wieder heißt, Vater und Tochter bauen Tochter Sven aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.